Ja, Hallöchen. Willkommen zurück bei Path of Exile. Ich stehe hier so ein bisschen rum. Wundert euch nicht. Ich war gerade hier, habe gewartet, dass die Sachen alle laden. Ich habe aber, glaube ich, neue kosmetische Sachen. Ah, die kann man nicht lesen, nicht sehen, ne? Violette Fußspuren. Die sind keine. Skin in Nutzung. Okay. Warum kann ich die jetzt so nicht sehen? Boah, ist das doof. Ich wollte die eigentlich jetzt anmachen. Oh, wow. Well, that's nice. Okay. Die haben wohl noch nicht geladen, die Skins, würde ich mal behaupten. Ha, da ist er. Mein Gott. Oder dass es gar nicht übertrieben ist. Das ist hier. Alle in Nutzung. Ich hatte hier unten noch was. Ne, Porträt, Portal. Ah, dampfbetriebener Portaleffekt. Oder violetter Portaleffekt. Das hier ist albern. Okay, Mensch. Na, vielleicht nur die Krone? Kann natürlich auch so rumlaufen. Oder ich laufe einfach rum wie ein Depp. So, laufen wir aber mal rum wie ein Depp. Wie der alte Noob, der wir sind. So, wo haben wir denn, wo sind wir stehen geblieben? Achso. Tane Octavius. So, wir müssen immer noch den Fäulnistempel clearen. Da waren wir noch nicht. ja. Drecksarbeit optional, Morastebenen und dann einmal in den Fäulnistempel und gib ihm. Und so. Das machen wir eben schnell. Den kriegen wir noch hin. Glaube ich. Hoffe ich. Hoffe ich doch, Mann. Immer noch ein bisschen husten. Na komm, lad doch mal die Küste bitte. Noch nicht so schwer. Es ist doch nicht so schwer. So, Dankeschön. Forstebene. Ich weiß, ich müsste diese ganzen optionalen Dinger nicht machen. Tue ich aber trotzdem. Weil nur weil ich alle Unterhaltungen überspringe. Also alle, die wir noch nicht gehört haben. Ah, ich hätte jetzt gerade eigentlich mal eben gucken können, ob. Ja, das war doof. Oh, die haben das geändert. Ach, die haben das angepasst. Ah, das ist ja sehr praktisch. Ach, der ist ja total gut. Hast du gesehen? Yay. Ist das aufgefallen? Seht ihr? Guck. Das Herz habe ich automatisch eingesammelt. Sehr gut. Ich habe doch eigentlich eine Quicksilver dabei, ne? Warum nutze ich sie nicht? Nehmen wir lieber Identifikationsrollen mit. Kann man nie genug von haben. Oh. Ah, da müsste der Fäulnistempel sein. Ja, jawohl. Tümpel, nicht Tempel. Entschuldigt bitte. Der Tümpel. Da, hier werden wir eben den Necromancer umbringen. Der macht eh nur Quatsch. Oh, ich muss in die Seite rein. So. Muss eh alles töten, was sich bewegt. Also von daher macht es das relativ einfach hier. Ach, mit Spark ist aber echt blöd. Warum mache ich eigentlich? Warum habe ich eigentlich mit, wirklich mit Spark gearbeitet? Naja. Auf der anderen Seite, gleich im Gefängnis ist Spark dann wieder super. Spark ist halt nur für solche Ebenen hier echt kacke. Ist so viel Platz. So sagen kann. Ne, da ist nicht ein Ring. Ne, ich habe noch gar keinen Ring, ne? Doch, habe ich. So, der Fallen Stempel. Ach, guck mal, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin.
Erhöhter Schaden, Kreaturen verursachen Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Stärke und Intelligenz. Richtig? Ja. Und dann gehen wir auf maximales Leben. Machen wir. Wo laufe ich denn lang? Oh, wirklich, da geht sich durch. Oh, da hinten sind blaue. Da sind sogar blaue. Lohnt sich ja fast. Ah, guck mal. Kann noch ordentlich hochstufen. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich irgendwelche. Ob ich irgendwelche. Gammon auf einem bestimmten Level lassen muss. Sollte ich vielleicht mal tun, ne? Na, guck mal, Funken ist auch höher. Auch ein bisschen Damage. Gott, nervt das. Dass sie nicht so abprallen kann, ist echt ätzend. Jede Menge Kram, der nichts bringt. Ah, hier kommt der Necromancer. Ja, tut er das? Ah ja, da ist er doch. Der Nekromant. Der ist natürlich jetzt echt blöd, weil er Single Target ist. Obwohl. Ach. Sollte er die richtige Taste drücken. Na ah, komm, so macht er sich noch ein Schild. Ich glaube es kaum. Ich glaube, es hackt hier. Xer Schild. Oh, tot. Mensch. Aktionsrolle. Nehmen wir alles mit. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe gar keinen Itemfilter an, ne? Kann das sein? Doch, Filterblade. Oh. Ich muss den aktualisieren. Ich muss den aktualisieren. Bin noch doof, wieso habe ich das ja nicht gemacht? Die Idee hätte ich auch kommen können. Tatsächlich. Die Idee hätte ich noch haben können. Wäre jetzt ja nicht so schwer gewesen, ne? Naja. Tötet alle Monster. Tötet alle verbleibenden Monster. Ja, ja, komm. Das ist mit Funken aber echt doof. Oh, Ahnenbeschützer. Well, why the hell not? Habe ich was Besseres? Oh, nö. Das macht gut Damage. Auf dem Level macht alles gut Damage, also von daher. Ist das ziemlich egal. Na, guck mal. Ja, damit komme ich doch deutlich besser klar. Oh, ein blaues. Blaues Item. Noch ein blaues Item. Yay, vier Monster. Dankeschön. Drei Monster. Na, geht doch. Sprecht ihn auf eure Belohnung an. Nehme ich. Belohnung nehmen wir immer, ne? Aber Belohnungen sind toll. Gut, wir kriegen da ja nichts Dolles. Ich glaube, wir kriegen die Gemme, ne? Ist gar nicht mehr wahrlich. Keine Ahnung. Aber da brauchen wir jetzt nicht hin, denn jetzt. Huch. Müssen wir einmal in die andere Richtung. Und so kriegt man natürlich auch ohne Ende Level-Ups.
ist eine Lunge. Ich glaube, der leitet mich dahin, weil das nämlich das quasi das letzte Teil ist. Oh, da ist der dicke Schlickrücken. Das Gehirn. Ah ja, da kommt er schon. Was habe ich im Inventar? Nicht genug offensichtlich. Mit offensichtlich meine ich auf jeden Fall. So, wo muss ich hin? Von hier oben. Auf die maximale Leben. Okay. Mache ich den jetzt? Eigentlich total doof, ne? Weil ich gar keinen Platz mehr mit habe. Ding ist ganz ehrlich für den Arsch. Das ist auch ehrlich für den Arsch. Das ist das einzig Gute. Der Eisenring. Und auf dem Level ist besser als alles. Also von daher. So, weißt du was? So weit links. Schon so weit links? So, weil ich das offen habe. Ätzende Explosion. Ach du Scheiße. Ach, oh, der ist aber. Oh, not too bad. Oh, what? Der ist schon tot. Das war krass. Wie habe ich das denn gemacht, ey? Und wieso habe ich noch ein Legendary bekommen? Not bad, not bad. Das ist, Links scheint besser zu sein als gedacht. Ja, das kriege ich nicht mehr unter. Ein einfacher Bogen mal wieder. Aber das ist in Wirklichkeit ein Silberzweig. Ein Silberzweig. Ja, den kennen wir ja schon. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gehabt. So, dann lass mich mal noch kurz den Übergang suchen. Weil ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. XP gibt. Oh. Ne, das ist nicht da. Was? Ist das da hinten? Kein Scheiß. Ist eigentlich wirklich so, dass sie das jetzt geändert haben? Dass man keine Offscreen-Kills mehr machen kann. Ah, hier geht's weiter. Hätte ich überlaufen müssen. So. Dankeschön. Und da rein. Da gab's da auch eine. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ein Wegpunkt. Der war doch direkt hier links. Und das erste, wo man hinläuft. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah ja, da ist er. Und Löwenauge. Lion Eyes Watch. Da ist man wieder hin. Läuft die Note? Laufen die Skill-Dinger da eigentlich? Keine Ahnung. Naja, egal. Ich skill mal, wie der Bild mir das sagt. Das sah so aus, als würden wir am Ende ziemlich übertrieben ausrasten. Also von daher. So, wähle eine Belohnung. Wirklich? Ach, guck mal, der Ahnenbeschützer, den haben wir doch gerade bekommen, ne? Oh. Heiliges Flammentotem, heiliges Relikt, Frostbombe. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts von, ne? Ne. Ich lese zwar nur auf Englisch, aber. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Frostspurt und Stahlhaut. Stahlhaut brauchen wir auf jeden Fall. A necromancer. Oh. I've traveled in. Verkaufen. Zauberstab. Mit was spiele ich eigentlich? 5 bis 14. Klaue. Was hat er hier? Body Armor. Weapon. Dual Wielding Void Battery. Was ist denn Void Battery? Was ist denn das? Draufklicken.
Das ist eine Prophecy Wand. Prophecy Wand? Das heißt einen Stab. Also ein Zauberstab ist das, was ich Wort, was ich suchte. Nicht ein richtiger Stab. Dann kann das weg. Hochwertige Rohlederstiefel. Könnte man mal lassen. Könnte man auch mal lassen. Die können weg. Kettengürtel. Eigentlich ist das ganze blaue Zeug besser. Streitkolben. Zauberstab. Ja, aber der ist... Ne, ein Stab ist... Stab... Ne, Stab ist Zweihand. Hä? Die Gemme brauchen wir nicht, können wir jederzeit neu kaufen. Okay. Stay sharp. Haben die noch irgendwas zu erzählen? Mein Gott, hat der viele Effekte hier. Still working on it. Besser? Hello. Nix, okay. God hasn't abandoned us. So, die erstmal da rein. Das. Haben wir schon mal ein bisschen. Dann das Teil einsetzen. Wonderful. Ach, ich habe Korrekturpunkte, keine normalen Punkte. Okay. Malerfläschchen. Sollen wir mal sammeln. Stuff, den ich... Achso, ich habe die ja hier. Ich habe die benannt. Bögen. Guck mal hier, ein Silberzweig. Was passiert, wenn ich den jetzt draufsetze? Gar nichts. Er ist Gegenstand Stufe 4. Er ist Gegenstand Stufe 6. Wenn ich den jetzt rausnehme, kann ich den da rein tun, ne? Und dann ist da drin der mit Stufe 6. Da kann ich den verkaufen. Weil, ganz ehrlich, brauche ich ihn nicht. Aber brauche ich auch so nicht, auf der anderen Seite. Aber ganz davon ab. Oh, ich habe einen... Okay, da kann das auch weg. Das Teil packen wir nochmal irgendwo rein. Das kann weg. Und das kann weg. Das ist immer das, was ein bisschen dauert. Hochwertig könnte ich noch upgraden. Ich habe aber nichts zum Upgraden. Doch, glaube ich wohl. Hätte ich sogar. Wow. Und es ist richtig schlecht. 13. Achso, wisst ihr, was ich mal gesehen habe? Man kann, gelernt. Hier. Dann, wenn ich hier drauf gehe, kann ich sehen, welche Modifikatoren es sind und welche Stufe die haben. Das ist sehr praktisch. Wusste ich nämlich nicht. Weil deswegen hat der hier zum Beispiel... wo war ich? Ich war auf dem, ne? Ne, hier. Ne, doch da. Genau. Mückenhafte. Präfix-Modifikator Mückenhafte Stufe 6. Hat nämlich zwei verschiedene Effekte, deswegen können da mehr drauf sein. Da wird gelernt. Wieder wird gelernt hier. Das ist eine Zweihand. Ohne Zweihand. Zauberstab 9 bis 16. Zauberstab 9 bis 16. Ist aber unidentifiziert. Gott, Stufe 12. Das Ding, was ich habe, ist... Schadenstechnisch eigentlich ein Albtraum, aber das ist alles Quatsch hier. Ist denn wenigstens die Handschuhe was? Nimm mal in Blau. Sind die denn was? Hm. Funken mit Elementar übertragen. Will ich auch noch meinen Sockel. Ach komm, weißt du was? Hallo. Ich verkaufe die ganze Scheiße. Er ist mir jetzt zu doof. Komm weg damit. Take care. Das ist mir jetzt egal. Aber die ersten Teile für eine Alchemie. Ein Alchemist Orb. So, reist nach überschwemmten Tiefen. Reist nach Gefangenenpforte. Ja, überschwemmte Tiefen muss ich so oder so hin. Weil wegen, ja. Da muss ich hin. Da findet man nämlich diesen kleinen süßen... Krebs. Nenn ich's mal. Krebs.
Ist noch ein Krebs. Und ich mal irgendwie. Falsch. Also. Dieses Ding ist schon ziemlich gut. Würde ich mal behaupten. Aber hier in dem Ding ist Funken natürlich super. Muss man einfach sagen. Hier drin ist Funken natürlich richtig gut. Ach, guck mal. Warte mal, wenn ich da jetzt reingehe? Nö, sieht nix. Okay, haben die das gefixt? Weil eigentlich hatte ich ja die einen Sachen nur in der... in dem Ding ins Gebiet. Aber offensichtlich ist das geändert worden. Richtig? I don't know. Maybe? Maybe I'm right? I don't know. Egal, XP. Alles XP. Seht mal so. Sieh es mal so, es ist alles XP und im besten Fall noch Currency. Wenn man ein bisschen lackert. Trocken tut eh nur Quatsch. Das, was ich ein bisschen vermisse, das Gesinge von Cassia. Ich weiß, das klingt total verrückt, aber irgendwie vermisse ich ihre Songs. The unrighteous return to Ash. Let the unrighteous return to Ash. To Ash. Totally crazy, ich weiß. Gab's die vier schon immer? Schwebenden Augen? Mir so unbekannt vor. Irgendwie gerade. Doch richtig, oder? Sehe ich doch geblubber? Das sieht gut aus. Er kriegt ganz schön auf Fresse. Der Tiefenbewohner. Oh, eine Alchemie-Sphäre. Die nehme ich auch mit. Weit weg. Oh, jetzt aber. Jetzt kriegt er auf Maul und tot. Oh, und Bogen. Oh, ich brauche keinen Bogen, Mann. Was soll ich denn damit? Keine Ahnung. Hatte gerade was ganz Gutes, ne? Ja, die. Aber. Ein Abgang? Ja, ja, du alter Krebs. I know. Volles Krebsviech. Weiter. Oh, jetzt habe ich keine Ladung mehr für Quicksilver. Hm. Warte mal. Immer noch nicht. Füllt sich, wenn ich Monster töte. Ja, und wie viele? Viele Monster soll ich töten, damit sich das füllt? Hat jetzt gar nichts gebracht. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, kann ich die immer noch rufen, ne? Ach, krass. Das ist richtig geil. Das haben die aber geändert. Warum ist da noch einer? Oh. Das ist doof an Funken, wenn man irgendwo vorsteht. Level up. Nice. Ist aber ein bisschen besser. Die Brutprinzessin. Ich glaube, das ist dann. Ja. Uhuhu.
Oh, eine Portalrolle, dass ich die nochmal sehen darf. Maske, Stammeskeule, 13%. Not too bad. Inventar, no, es geht noch. Was haben wir denn hier schon? Nur wir hätten eigentlich alles, ne? Zusätzliche Rüstung. Der Schaden. Oh. Jo. Gucken wir doch mal, was die kann. Was das Vieh so kann. Oh, guck mal hier, das kriegt aber richtig aufs Maul. Ah, es kriegt richtig aufs Maul von diesem Ding. Alter, kriegt das aufs Maul. Das ist richtig geil. Das komische Ding der Ahnen ist super. Was dort? Das ist total gut, ey. Damit kriegt die alle platt. Schild. Weste, die ich nicht mehr unterkriege. Eine Lederkappe. Stiefel. Kettenpanzerweste. Und den Bogen weg. 18% auf der Brustplatte. Aber ist die gut? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Kann ich ja lieber dann hinterher selber drauf machen, ne? Kann ich lieber selber hinterher besser selber craften. Craften kann ich's. Habe ich noch was? Nicht. Nicht. Egal. So, ich habe hier noch einen Fähigkeitenpunkt. Der kommt. Maximales Leben. Jawohl. So. Jetzt muss ich noch irgendwie herausfinden aus dem Ding, ne? Kann das sein? Oder ich war ja nicht so weit. Eigentlich. Der Gefangenenpforte war da nicht so weit. Hier war eh nur Crap drin. Ach komm, sterbt doch alle. Meine Güte. Na, vielleicht war es doch größer als gedacht. Oh. Ja, wer seid ihr denn? Alle Felsbrocken immer umdrehen. Kälteschaden. Wo ist die doofe Gefangene? Ah, da oben ist die Gefangenenpforte. Mein Gott, dass das nochmal ein Ende nimmt hier. Nimmt es nochmal ein Ende. Ich kann natürlich einfach überall dieses Ding hier hinhauen. Was ist das? Achso, Stahlhaut. Stahlhaut muss ich sogar aufleveln. Oh, schön. Allerdings nur bis Level 16, habe ich glaube ich gelesen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, raus aus dem Ding hier. Nächsten Dingen gibt es natürlich auch deutlich mehr XP. Klar. Wie wir alle wissen. So, dann holen wir nochmal eben den Punkt. Ach. Oh, so. Und der doofe Punkt. Oh. Da sind ein paar Viecher mehr, ne? Mein Schrein. Oh, mit Heilung. Ja, was denn mehr? I'm invincible! Okay, vielleicht habe ich doch keine... nicht das bekommen, was ich gedacht habe, was ich bekommen hätte. Mein Gott. Alter Finn. Die haben jetzt diese grünen Dinger da drin. Spitzeln. Keine Ahnung. Wo ist denn der blöde Wegpunkt, Mann? Kann doch nicht sein, dass ich keinen Wegpunkt finde.
lass mich ran. Der ist erst am Ende. Und das Ziel müssen wir auch mitnehmen. Ist der ja. Das ist ein Muss. Oh, voll geht schon wieder eine halbe Stunde. Mein Gott, ah, Portalrolle. Wisst ihr was? Ich mache mal hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann machen wir hier noch weiter. Und da gehen wir auch mal ein bisschen was verkaufen und so. Und dann, ja. Wir werden sehen. Wie viel haben wir denn? Ja, das passt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.